Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play VIL, ja passend zum Sonnenaufgang hier. Der Spoiler am Ende der letzten Folge. Geht die Sonne auf oder nicht? Natürlich geht sie auf. Wunderschön sieht das aus. Was ein Cliffhanger, Leute, was ein Cliffhanger. Jetzt müsste sie flop wieder untergehen und alle würden doof gucken. So. Nein, es ist wunderschön. So, da vorne ist auch dichter Wald. Ich lasse die Nachtsicht jetzt aus, ja? Macht für mich keinen Sinn mehr. Ich denke mal, ihr solltet trotzdem noch was erkennen können. Hoffe ich zumindest. Aber für mich ist es jetzt absolut angenehmer. Ich sehe mehr. Und ich versuche mal so ein bisschen in Richtung Sonne zu gucken. Dann seht ihr auch ein bisschen was. Und wir werden jetzt erstmal frühstücken. Oder wir gehen erstmal ein bisschen frühstücken. So, das heißt, die Spuren sehen wir jetzt natürlich noch nicht. Beziehungsweise nicht mehr. Ich glaube, die können wir auch nur erkennen, wenn wir die Nachtsicht anhaben. Ja, ich weiß, sich in den Büschen zu verstecken ist dumm. Weil die meistens weg sind. Aber so auf offenem Felde kann man natürlich auch besser Gegner spotten. Aber ich will jetzt erstmal Frühstück spotten. Frühstück. So, ich achte jetzt ein bisschen drauf, ob sich hier irgendwo was bewegt. Weil der AI sieht man nämlich auch ganz gut als dunkle Punkte, die hier rumlaufen. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber ich weiß, dass AI hier unterwegs ist, hier vorne. Denn man hört sie. Man hört diese kleinen Tapsen umlaufen. Aber langsam knurrt der Magen. Ne, so ein Mac-Taco zum Frühstück ist ja was Feines. Okay, hier vorne irgendwo. Also mich wundert es, dass ich noch keinen Schreien gehört habe. Also keinen anderen Dino. Der Server ist auf jeden Fall gut besucht. Das wundert mich echt. Großer See. Aber wer weiß, wo die alle rumpimmeln. Das gleiche hatte ich ja auch schon mal mit Chris. Server voll. Keinen gesehen. Keinen gesehen. Aber ab und an mal einen in der Ferne Schreien gehört. Ich finde jetzt gar kein Frühstück irgendwie. Ja, halb habe ich noch. Da mache ich mir noch keine Gedanken. Noch nicht. Ich bin schon wieder viel zu weit weg vom Schlag irgendwie. Ich gehe mal weiter in die Richtung. Unten am Wasser waren ja hier oben irgendwo. So. Komm. Ich kann deine Angst riechen. Wo bist du? Oh, 0,975. Kleiner Oro, ich kann deine Angst riechen. Wo bist du? Wo bist du? Ich schmecke dich quasi schon. Auf meiner Zunge. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es nicht. Hallo? Verhungere ich bei einem vollen AI-Teller? Gesehen.
Also ihr seht schon, wie groß wir sind. Und die Viecher sind gut getarnt im Gras. Absolut getarnt im Gras. Man muss ganz genau hingucken, dass man die sehen kann. Ich würde mich gerne vollfressen irgendwie. So, das wird jetzt, glaube ich, die nervenaufreibendste Folge 0,98, Leute. Die wird so nervenaufreibend werden, die Folge. Drückt alles, was ihr habt. Drückt wirklich alles, was ihr habt. Ich meine, zum Zap haben wir es im Let's Play ja auch schon mal geschafft. Und dann haben uns die Kanus getötet, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Das war so traurig. Das war kurz bevor ich den Spawn Lake erreicht habe. Zur großen Rexherde haben mich die Kanus zerlegt. Und wir waren schon Zap. Boah, das hat auch etliche Folgen gedauert. Und dieses hat jetzt 6 Folgen gedauert quasi. Fast. 5,5. Das ist schon übel, ne? Wenn man das jetzt von der Zeit her hochrechnet. Und dann dauert es nochmal viel länger, erwachsen zu werden. Hart. Wirklich sehr hart. Aber ist Survival. Und finde ich auch gut, dass die ganz Großen, dass es länger dauert. Ist der Ansporn, die zu erreichen, natürlich auch höher. Aber auch schwieriger. So, und wenn ihr hier durchrennt, hier kommt kein Rex durch. Kein großer. Das sind gute Fluchtwälder. Sagen die Punkte. 0,99, Leute. Oh. Ich warte das jetzt kurz ab. Hier vorne. Hier so rein. Oh, shit. Komm schon, komm schon. 1.0. Komm schon, komm schon, komm schon. Das machen wir jetzt live. Oh. Oh, shit, oh, shit. Und dann weiß ich, müssen wir noch eine Minute warten, bis wir... ja, die nächste Stufe erreichen können. Was? 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 Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Jetzt ist da noch eine... Oh, Dicker, was los? Das Spiel will mich trollen, Mann. Das Spiel will mich maximal trollen. Da kommt da noch eine 5 hinter. Das gibt's doch gar nicht. Oh, fuck it up, ey. Ja. Oh, mein Herz, mein armes Herz. So, und dann werde ich mal gucken, wie wir mit Wasser und Nahrung haushalten könnten, wenn wir Sub sind. Ich denke, dann werde ich diese Folge noch hier bleiben und in der nächsten Folge quasi übers Land ziehen. Redwood suchen, den großen Sumpf suchen. Es gibt hier so eine überschwemmte Wiese, da will ich mal hin unbedingt. Ja, mal gucken. Ne, das hat mir ja Godzilla alles in die Kommentare geschrieben. Die ganzen Orte, die hier in der Nähe sind. Aber dafür brauchen wir halt einen größeren Magen. Sag ich jetzt einfach mal. Und das wird hier die letzte Folge sein, die wir hier an dem See rumpimmeln. Leute, Leute. Ich kann gleich drücken. Also machen wir das jetzt nochmal ganz gechillt hier. Feiern jetzt, dass wir Sub geworden sind. Und dann ziehen wir in den nächsten Folgen weiter. Und gucken uns die Karte ein bisschen an, würde ich sagen. Komm, komm, komm! Mach es doch! Oh, shit. Ich glaube, eine Minute dauert das nochmal ungefähr, bis wir jetzt drücken können. Komm, 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 komm. Komm doch, komm doch, komm doch. Es ist mir gerade zu langweilig, darauf zu gucken. Ich glaube, ich snack mir hier noch was weg. Oder? Können immer noch nicht. Ich sag ja, das Spiel strapaziert die Nerven maximal gerade. Maxi. Oh, ich sehe schon Schatten hier. Ich sehe schon Schatten. Jetzt können wir. Pass auf, Leute.
Ich mache jetzt was Riskantes. Wow! Nice! Wir sind Sub. Immer noch maximale Gefährdungsstufe. Aber wir sind Sub. Jetzt können wir nicht mehr so sneaky peaky durch die Wälder laufen. Weil wir natürlich jetzt... Ja, wir sind viel größer. Wir können uns nicht mehr so leicht verstecken. Es ist scheiße. Eigentlich ist es jetzt der gefährlichste Status, den man haben kann. Wir können uns nicht mehr unter die Tanne setzen. Wir sind laut, wenn wir laufen. Wir sind Beute für jeden Allo, für jeden Dilofo. Eigentlich ist es absolut der Miss-Status, den wir gerade haben. Aber wir haben es abgeschafft, Leute. Wir haben es abgeschafft. Jetzt müssen wir nur noch rasant wachsen. Wachsen, wachsen, wachsen. Und fressen. Ich sauf mich jetzt nochmal schnell voll. Und dann gehen wir ein bisschen naschen. Da. Das AI tatsächlich. Das ist ein Oro. Oro ist guter AI. Oh, die geht an. Alles klar. Guck mal, der geht tatsächlich wieder raus. Aber den werde ich mir jetzt wegsnacken. Den will ich haben. Wo ist er? Wo ist er hin? Ist er wieder ins Wasser zurück? Da ist er. Shit. Ich bin so offen gerade. Oh, als Sub ist da noch ganz schön viel dran. Der macht uns fast voll. Oh, shit, Leute. Sehen wir nicht nice aus? Wow. Nice. Schönes Tier. Schönes Tier. Jetzt sind wir ein kleiner Prinz. Ja, vom Hofnarren zum Prinzen. Mega geil. Ich freue mich so tierisch. Schön. Ich komme mir gerade so doof vor, hier rumzuschleichen. Weil es eigentlich nicht mehr viel bringt. Aber ich bin das gerade noch so gewohnt, in diesem Schleichmodus rumzulaufen. Und das Ding da hinten, diese komischen drei Felsen, die stehen nämlich direkt an der Küste. Da, wo man spawnt. Ich glaube, es gibt nur noch zwei Spawnpoints hier, zwei größere. Und ja, der Rest ist Welt. Da, das Ding wird geleuchtet haben, oder? War das das Teil da oben, dieser Mast? Der wird geleuchtet haben. Und irgendwo da hinten muss auch der Redwood sein. Das wird so unsere nächste Heimatstufe, finde ich. Da gehören wir rein, hier aus unserer Kinderstube quasi ziehen wir in die großen fremden Wälder, in die creepy Redwoods. Das ist ja unser Kinderhaus hier. Aber das wird schön sein, wenn wir unser Nest verlassen. Geil. The Life of T-Rex. Ihr könnt dem Rex mal einen Namen geben, Leute. Wir haben noch gar keinen Namen für unseren Boy hier. Genau, wir machen das jetzt mal. Schreibt mal einen Namen in die Kommentare. Und der Name, der am meisten Likes hat, den werde ich nehmen. Das machen wir mal so als Ziel für die nächsten Folgen. Dass wir hier einen schönen Namen haben für unser Baby hier quasi. Damit wir uns so ein bisschen identifizieren können mit dem Tier, finde ich, das macht mehr Spaß. Weil ich kann ihn mit seinem Namen ansprechen. So kriegt man eine kleine Verbindung aufgebaut. Das ist schön. Das macht das Ganze persönlicher, finde ich. Und spannender noch, weil man dann mit ihm mehr mitleidet, mitfiebert. Das ist eine gute Idee, das machen wir so. Weil, Leute, wir haben noch viel Zeit. Ich glaube, es dauert jetzt nochmal, ich würde sagen nochmal 6 Folgen, bis wir erwachsen sind. Aber die nächsten Folgen werden halt dramatisch, weil wir dann auf Wanderschaft gehen. Es wird absolut dramatisch werden. Wir ziehen los in die große, weite Welt. Oh geil, da habe ich jetzt schon mega Bock drauf. Sehr schön. Und wie gesagt, wenn Wipe zwischendurch kommt, dann werde ich bis hier, bis zu dem Punkt weiter wieder spielen und dann erst aufnehmen. Damit es ab da weitergeht.
Aber wir hoffen mal, dass die Server erstmal ungewiped bleiben, so wie die letzten Tage auch. Dann sollte das passen. So, hier vorne müsste noch irgendwo was sein. Da vorne, Taco. Oh, der ist gut. Ja, Taco, ich brauch dich nicht. Ich nehme lieber den hier. So, schön vollgefuttert. Und ihr seht schon, wie eng das hier wird. Er hat eng gesagt. Oh nein. Und wie gesagt, hier ein Erwachsener bleibt hier zwischen hängen. Also rennt als großes Tier niemals in diese Wälder rein. Deshalb will ich ihn ja auch in den Redwood ziehen. Aber schön sieht's aus. Schön sieht es aus. So, dank der AI kann man es tatsächlich schaffen. Und das wurde auch Zeit. Weil damals, wo ich mit Chris gespielt habe und so, weiß noch die ganzen Folgen ohne AI und wir ständig verhungert sind. Und, ach ja, das ist einfach super. Ich glaube, Velociraptor soll demnächst auch als AI reinkommen. Weiß ich nicht, ob der schon drin ist, aber der soll bald rein können. Auf einer Testmap kann man die AI nämlich schon stehen sehen. Und dann habt ihr auch kleine Fleischfresser als AI rumlaufen. Finde ich auch geil, dass die kleinen rumlaufen. Aber wie gesagt, die größeren Maya und so könnte man auch als AI rumlaufen lassen. Diabloceratops, sowas gab es schon mal alles als AI. Hat gut funktioniert. Vor allem der Maya hat gut funktioniert. Das Trike hat nicht so gut funktioniert. Und die sollten sie wieder reinbauen, damit auch die größeren eine Chance haben, Nahrung zu finden. Weil dann kann man das Ganze selbst auch in einem leeren Server quasi ein bisschen im Singleplayer spielen. Finde ich ganz interessant. So. Und ich glaube, hier vorne war eigentlich eine ganz gute Stelle. Ja, ich glaube, hier die Stelle ist gut. Perfekt. Gut, Leute, sieht sehr gut aus. Fast 0,8 schon wieder. Dann würde ich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vergesst den Namen nicht. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Martin. Tschüss.